Sie sind gemeinsam abgestiegen und jetzt trafen sie sich zum Drittligaduell auf der Bielefelder Alm. Die Arminia empfing den SV Sandhausen vor rund 16.000 Zuschauern bei fiesem Herbstwetter. Spiel in der Anfangsphase halbwegs ausgeglichen, dann die Arminia mit Misuta, der Japaner in die Startelf gerutscht, schicke Flanke. Und wer ist da? Natürlich er ist da, Fabian Klos, das Mittelstürmer-Ungeheuer mit dem 1:0 für Bielefeld in der 13. Minute. Sandhausens Torwart Rehnen auf dem falschen Fuß. Er rechnete wohl mit einem Ball ins lange Eck. Also die Arminia in Führung durch Saisontor Nummer 5 von Fabian Klos. Schickes Ding zum 1:0 für die Arminia. Bielefelder immer wieder mit einem sehr agilen Misuta. Da ist er und wumms. Da war Rehnen, der frühere Bielefelder, erhielt gut. Klasse abgelegt, der Ball von Fabian Klos und dann einfach draufgehalten von Misuta. Starke Szene der Gastgeber. Kurz vor der Pause kippte es dann deutlich Richtung Sandhausen. Die Gäste mit Zug zum Tor und guter Initiative. Ben Balla und Ruven Hennings, aber Kersken war da in der 38. Minute. Ja, den hätte der Kapitän der Sandhäuser lieber auf seinem noch stärkeren Linken gehabt. Aber auch so war es ein guter Abschluss und fast sein 6. Saisontor. Noch eine Szene vor der Pause von den Gästen. Hennings, klasse Ball auf Otto. Otto und wieder war Kersken da, dieses Mal in der 45. Minute. Tolle Vorarbeit von Ruven Hennings und dann Otto mit der Chance zur Führung. Kersken kurz verletzt, konnte aber dann weiter spielen. Jens Keller, Halbzeit 0-1 hinten mit Sandhausen. Da wäre der Ausgleich schon möglich gewesen. Aber sie nahmen den Schwung mit rein in den zweiten Durchgang. Ruven Hennings, artistisch ein Seitfall- oder Rückfallzieher nach der Kopfballverlängerung von Otto. Was für ein tolles Ding. Aber eben ziemlich mittig, genau auf Kersken. Fast der Ausgleich für Sandhausen in der 49. Minute. Nun war das 1:1, aber langsam wirklich fällig. Weig startete durch. Der Ball kommt zu Hennings. Der legt ihn sich auf links und er schlänzt ihn herrlich rein zum 1:1. 54. Minute nach dem Spielverlauf. Absolut verdient Ruven Hennings. Der Ball kam vom Gegner zu ihm und dann guckte er ihn rein. Ein fantastisches Tor vom Torjäger, vom Ex-Düsseldorfer. Sein 6. Saisontreffer. Ausgleich auf der Bielefelder Almball kam von Schipnowski. Die Arminia dann hinten raus, die Mannschaft, die mehr investierte, die näher dran war am Siegtor, zum Beispiel Oppi mit seiner Volleyabnahme in der 87. Minute. Naja, und so roch dann alles hier erstmal nach einem 1:1 und es ging in die Nachspielzeit. In Essen kassierte Bielefeld doch das 1:2 in der Nachspielzeit. Und jetzt knallte es an die Latte. Schipnowski, 90+4. Es war eine der letzten Spielsekunden in dieser Partie und fast hätten sie es dieses Mal gewonnen. Aber auf der Alm kein Lucky Punch durch Schipnowski. In Essen verloren sie es in der Nachspielzeit gegen Sandhausen. Holten sie fast den Sieg, aber halt nur fast. Das war schon ein Nackenschlag letzte Woche in Essen und deswegen war es umso wichtiger, dass wir heute das Spiel nicht verlieren. Und ja, wenn du dann halt merkst, okay, nach vorne geht nicht viel, weil ehrlicherweise waren nicht so viele Torchancen da auf unserer Seite. Aber dafür haben wir es dann ausgeglichen gehalten und gut verteidigt. Ja, ich bin nicht zufrieden, weil ich glaube, in der ersten Halbzeit kriegen wir einen Schuss aufs Tor und den Kopfball. Und wir laufen dreimal alleine am Torwart zu. Und deshalb bin ich in der ersten Halbzeit unzufrieden, dass wir da, klar, haben wir jetzt zum Schluss das Glück, dass der Ball nicht reinrutscht. Aber wir müssen in der ersten Halbzeit 2 oder 3 Tore machen. Bielefeld belohnt sich nicht für ein gutes Finale. Deshalb bleibt's beim 1:1 im Duell der beiden Zweitliga-Absteiger. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.